Okay, soweit alles erledigt. Wurde ja auch mal Zeit, so langsam los hier. Und ja, dann rein in die gute Stube, ne? Okay. Ah, schön, dass ihr wieder mit am Start seid, liebe Leute. Ja, ich bin soweit jetzt hier ready to go. Meine Papierchen jetzt alles schon fertig und Abfahrtskontrolle auch schon durch. Ich bin, wie ihr sehen könnt, nicht bei dem Wollmarkt, nein, ich ist eine Meile entfernt hier, bin bei Kiewit. Und zwar kommen wir jetzt schon hier zum wichtigen Teil hier, zum Frachtauftrag. Wir sind, ja, wir haben jetzt Leitplanken drauf bekommen, 19 Tonnen davon, aber alles nach der Reihe nach. Also wie gesagt, wir sind im Pratt, im Bundesstaat Kansas, immer noch, gleich nicht mehr oder nach einigen Malen nicht mehr. Und das Ganze geht nach Hot Springs in Kansas, ja, wieder ein neuer Bundesstaat vor Augen. Und ja, wie gesagt, 19 Tonnen an Leitplanken, ist ja nicht ohne. Tour wird ein bisschen länger, wie ihr sehen könnt, 441 Meilen oder roundabout 710 Kilometer erwartet. Wird das Ganze, oder werden wir zwischen 20:45 Uhr und 22:30 Uhr, aber ich denke mal, das sollte im Großen und Ganzen hinhauen, falls nicht irgendetwas Unvorhergesehenes passiert. Eine Fahrzeit von 8 Stunden und 11 und ja, 2.274 Dollar brutto. Klingt wie ein schönes, wie eine schöne Melodie. Ist so mal angenehm, ja, von den Summen. Aber okay, ja, wir werden auch zwischenzeitlich oder nach so circa 110 oder 111 Meilen, wenn wir tanken. Wir haben jetzt 9:07 Uhr und ja, klicken wir uns mal ein bisschen durch. Ja, hier. Wir haben noch 145 Liter für 282 Meilen. Das ist ja, ne? Eieieiei. Haben wir noch hier ohne Ende. Quasi. So. Heißt also, schon jetzt hier ein Wegpunkt. Nein, habe ich noch nicht gesetzt. Oder habe ich? Nein, hatte ich aber. Hatte ich aber gemacht. Okay, dann setze ich den jetzt hier mal, ja, so hier rein, so, da, komm, da, 111 Meilen, sollte eigentlich drin sein, ne? Falls jetzt nicht irgendwo bei meinem Glück jetzt irgendwo eine Umleitung ist und ich muss jetzt hier so einmal rumfahren und den ganzen großen Apfel rum, aber hoffen wir es mal nicht. Aber unmöglich ist ja hier nichts. Aber okay, im Großen und Ganzen sollte es hinhauen und ja. Das ist die Strecke, ne? Bis nach, ja, also hier direkt hier, wie ihr sehen könnt, ne? Direkt nach der Staatsgrenze ist das ja hier. Dann sind wir schon hier in Arkansas hier. Und ja, wenn wir direkt ein Päuschen machen, sieht für mich nach was Größerem aus. Mal schauen, ob ich mich da täusche oder nicht. Aber okay, trotzdem werden wir da halten. Und ja, fahren wir weiter, 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 bis nach Hot Springs. So sieht's aus. Ja. Da werden die Leitplanken dann hingebracht oder hingefahren. Ja, schöne Tour, die wir vor Augen haben hier. Ne? Also nicht schlecht. Mal schauen. Please proceed to the highlighted Na route. klar. So, das heißt also, wir düsen los. Wir düsen jetzt aber los hier. Aber ganz schnell und wann bei Möglichkeiten ein bisschen sparsamer, ja, fahren wir ja immer, ne? Mehr oder weniger. Ja, brauchst nicht auf die Uhr zu schauen, Herr Kollege. Bin ja schon weg. Meine Güte, noch mal lassen sich da Zeit und jetzt machen sie ein bisschen Druck, weil sie den Platz da brauchen, wahrscheinlich. Ja, wie auch immer, aber ich bin ja schon weg. Weg. So. So. Okay. Dann wollen wir mal. So. In Zack. 200 meters, turn right. Na klar. Turn right. Ja.
So. Bleib stehen. So. Oh. Let's go. Und du bleibst da stehen. So sieht's aus. Ja, also bei Walmart war nichts mehr zu holen. Also die hatten schon was, aber das war ja so innerorts war das. Und da lohnt sich das Ganze. Lohnt sich einfach nicht. Lohnt sich einfach nicht sowas. Wo ich eigentlich zu sowas eigentlich nicht Nein sage, aber nee, das lohnt sich nicht. Glaube ich dann direkt hier. Das hier reinbekommen und ja, Attacke, ne? Jetzt fahren wir schön die 440 oder 441 Meilen und ja, ist halt so. Kein Problem. Kein Ding. So, wo holen wir den noch hier? Keep to the right and then turn right. Das heißt, ob wir das hier noch schaffen? Turn right. Ja, kommt die nächste Baustelle jetzt hier. Alles gut, grüne Welle hier. Dann ziehen wir das da durch, ne? Wenn wir ein bisschen fahren können, müssen wir direkt hier. Turn left. Müssen wir direkt hier wieder abbrechen und abbiegen. Und pünktlich, wie immer. Fängt es an zu regnen. Dankeschön. Müssen wir hier relativ hier freie Bahn, ne? Zumindest vor uns. Vor uns ist sehr uninteressant. Thank you.
Herrlich. Tolles Wetter, ja. Schon bewölkt das Ganze hier. Naja, gut. Was willst du machen? Turn right. Yes. Navigation resumed. Das ist natürlich jetzt hier. Haben wir ja ein bisschen rumgespielt hier. Jetzt haben wir uns hier schön behauen, ne? Mit der Strecke hier. Das ist nicht gut. So. Navigation resumed. Ja, ist okay. Tja, so ist das. Mann jetzt für umsonst gefahren. Ich habe ja nur im Auge das Tanken ein bisschen, aber das klappt aber. Das klappt. Die paar Malen machen es jetzt auch nicht jetzt aus, aber gut. Ja, ein bisschen von außen ein bisschen filmen und dann jo, haben wir uns da was eingebrockt, ne? Kurzzeitig. Was ist mit dir hier? Alles gut. So. Wie weit haben wir es noch? 13 Meilen. Klappt doch. Ja, wie ihr sehen könnt, ich hätte ja hier. Ne? Ja. Hier rum. Ja gut. Ist okay. Ach so, es regnet ja nicht mehr. Herrlich. Herrlich. Tröpfchen hier weghauen, stören. So. Was war das jetzt? Weiß ich nicht. Ah, tanken wir mal, ne? Hier. Okay, tanken wir da. Alles gut. Hat doch gut geklappt. Als solches. Boah, 45 Meilen wir noch fahren können. Also von daher alles easy
Busy. So. Dann wollen wir mal tanken. Ein kleines Päuschen und ja. Dann geht's auch schon weiter, ne? Okay. Okay, Preußen vorbei, getankt haben wir auch und ja, dann wollen wir weiter. Jetzt ist eigentlich gut besucht hier. Also, war vorhin auch hier, stand hier einer und ja, wie gesagt, da will ich auch hin, ne? Genau. Ja, wie ihr sehen könnt, also da steht einiges, ne? Also, so groß ist der hier nicht, aber. Dafür gut besucht. Wird schon was heißen. Also Essen war gut. Also von daher bestimmt deshalb, ne? Und die Örtlichkeiten, alles supi. Und ja, haben ein bisschen was gefuttert und jetzt geht's weiter. Aufi. So. Brauchen wir uns keine Sorgen machen, vollgetankt sind wir jetzt und alles gut. So. Er fährt da einfach durch, jawohl, durch die Tanke, jawohl. Fliegender Boxenstopp hier. Halleluja. Schon manchmal ja, wirklich, kann ich immer wieder sagen, Leben am Limit. Da wieder so einer. Okay. Okay, ich fahre. Also war jetzt schon in Arkansas. Als solches, so. Sehr gut. Keep to the right and then take the exit on the right. Okay. Use the right exit ahead. Turn left. Okidoki. Wetterchen ist jetzt wieder
Okay, dann wagen wir mal wieder eine Außenperspektive hier. Dass wir wieder irgendwelche Ausfahrten verpassen. Ui, jetzt geht aber hier. Ui. Rauf und runter hier. Ja, weites Land. Gut hier. Vorausschauen hier. Die dürfen mich alle hier überholen. Aber dann auch zügig sein jetzt hier, ne? Und nicht dann wieder in die Eisen gehen. Ohne Grund. Bin ja mal gespannt, wann es wieder Richtung Mexiko geht. Ja, bald wieder mit Zeit, um noch einiges ja, abzufahren, sag ich mal. Hier noch. Oder wo sind wir jetzt hier? 237 haben wir noch zu fahren. So, jetzt fahren wir jetzt an Tulsa vorbei. Wahrscheinlich das, was sich hier vorne so aufbaut. Ja. Mehr oder weniger. Zahn drauf, ne? Pepsi Trucks, also wirklich. Zeitdruck. Ja, ist das nicht schön, Leute? Navigation resumed. Na klar. Ich hab's mir doch irgendwo
Ja, nee, das kann doch nicht so glatt verlaufen, das Ganze. Nein, 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 nein. Da muss doch irgendwas noch kommen. Keep to the right. Mhm. And then take the exit und on the right. Jetzt haben wir dann eine Sperrung und ja. Jetzt, Atze, sind wir zu, wie du jetzt wieder hier vorankommst. Use the right exit ahead. Ja, jetzt fahren wir nach Tulsa direkt rein, natürlich. Wollen wir ein bisschen Zeit ziehen hier, ne? Jetzt links. Turn left. Ja, and jetzt will er mich natürlich left. Da wieder aufschicken. Aber da wird die wahrscheinlich auch abgesperrt sein. Ich hoffe es nicht. Aber naja. Na komm mal. Oder biegst du jetzt wieder ab? Na, du biegst jetzt bestimmt wieder ab, ne? Na, na, na. Nein, der bleibt jetzt stehen. Mann, ey. Was machst du denn jetzt, mein Freund? Jetzt fährst du doch weiter? Hm. Turn left. Use the right lane ahead. Jo, mal schauen, ne? Wo wir jetzt noch herfahren müssen. Weil hier ist auch, wie gesagt, hier ist auch abgesperrt. Okay. Weiter geht's. So, sind wir wieder hier auf Kurs. Bisschen gedauert hier das Ganze, aber jetzt sind wir wieder auf Kurs. Jetzt haben wir eine gute 150 Meilen vor uns. Naja. Roundabout. Gut, da können wir es ja nicht ändern. Was denn das so ist, ist es so. Man etwas über 20 Meilen an Umweg jetzt. Circa. Und naja. Kann man nichts machen. Machst du nichts, da guckst du nur, ne? Oder in diesem Fall fährst du nur. Jetzt würde ich ja links ausweichen, aber da kommt ja einer. Weil der wird sich jetzt genau vor meiner Linse hinstellen. Ja, ich hätte ja nach links ausweichen können, wenn ich gekonnt hätte, aber konnte ja nicht, weil da kam ja gerade dieser, also das ist ein Taktlastzug. Das wäre nicht gut gegangen. Also. Der vor mir hat gesagt, nein, ich fahre jetzt. Okay, dann ist auch gefahren. Volle Kajüte. Na gut. Ich fahre dann auch. Keep to the right. And then take the exit on the right. Aber auch wenn ich wollte, könnte ich die hier sowieso nicht holen. Erstens, weil ich hier raus muss. Use the right exit ahead. Oh, man muss auch raus. Und zweitens, schaut euch das mal an, was die für ein Speed drauf haben.
der da vorne in eine Kurve reingeht. Das ist doch Portsmouth. Jo. Wie normal. Aber anscheinend ist es ja normal. Eigentlich will ich den nicht vor mir haben. Aber ich kenne ihn auch. Der gibt so Kante. Der gibt ja so Kante, ne? Ach, doch, rüber gleich. Ach. Dann fahre ich mal vorsichtig hier weiter geradeaus. Ja, weil du kommst ja jetzt, ne? Hast du abgebremst jetzt oder was? Das ist schon mal weg, der Stratege. Aber einer kommt, einer geht. Und geht immer so weiter. Ja, genießt das schöne Wetter. Jawohl. Saftige Wiesen, ne? Hier. Welche Kurven da. So viel Wald hier. Mal hier ein bisschen gemächlicher, ne? Sowieso. In 200 meters, turn left. Okay. Turn left.
Ja, der Bill hat ja in der Zeit ja auch wieder was getan. Er wusste, ich habe das ja, wir haben ja darüber gesprochen, mit den Trailern, die jetzt dann, die wir uns eigentlich jetzt demnächst zulegen wollen. Also so ein Double, ein Triple, mal gucken, in welcher, ja, ob wir jetzt als Kühler was nehmen oder Trockenfrachtkoffer, mal gucken. Und hat er schon sich da ein bisschen umgeschaut, auch so ein paar Angebote mal so, ja, ein bisschen sondiert das Ganze. Und jetzt schauen wir mal. So, auf langen Touren kann ich mir das gut und gerne vorstellen. Also kurze Touren lohnt sich dafür sowas auf keinen Fall, die will ich auch gar nicht jetzt bekommen, sowas. Also von daher wird es dann nur jetzt Ida. Ida. Ja, das war, da war ich noch nicht. Also hier war ich noch nicht. Und ja, das wird jetzt natürlich jetzt, wie schon, ich halt mal an, besser ist. Wie schon in der letzten Folge, so mehr oder weniger schon angesprochen, angekündigt, wie auch immer, aber das kommt dann. Oh, cool. Cool. Und dann bin ich ja echt mal gespannt. Ach, wenn du da, wenn du nicht 100 Meilen hast, also wurde, sag ich mal, so wie gerade, also das schon einfach mal, oder ist egal wie lang, ne, so langgezogene Kurven und gerade Strecken und keine Ahnung, alles gut. Aber wenn wir dann hier also im Stadtverkehr so ein bisschen rumkurven, ja, dann man denke ich mal, schon, denke ich mal, zumindest die ersten Touren ein bisschen schlappe Atmung. Jo. Kann ich mir vorstellen. So, was ist denn jetzt hier? Ampel. Nix. Doch. Gut. Aber erstmal gemacht, gemacht. Und dann erstmal so ein Double erstmal und dann schauen wir mal, ne? Waren jetzt mal die Leute, die, sag ich mal, ein, zwei Leutchen haben wir ja, die haben ja damit schon Erfahrung gehabt und ja, wir können auch dann direkt erstmal losdüsen und dann lassen wir uns alle dann so ran. Also ich fahre direkt schon von Anfang an, das ist mir eigentlich egal. Na, egal nicht, aber man will das ja in Angriff nehmen, das Ganze. Wird schon. Anditscht, ne? Naja, gut. Das wird man vielleicht mal haben. Beim, ja, beim Rangieren eventuell. Wollen wir mal schauen. Ich hoffe es nicht, aber das sind so Sachen, die halt dann ja zwangsläufig auch mal anfangs vielleicht passieren. Ne? Da sehr ärgerlich, kein Ding, aber naja. So. Also. 7:30. Haben wir noch gute 3 Stunden Zeit. 11 Meilen. Also. Läuft doch. So langsam dunkel hier. Ja. Aber macht ja nichts. Wir sind ja gleich da. Daher alles gut. So. Ja, sicher. Ja, sicher. Oh, ich habe gerade gedacht, der fährt los. Ja, das war hot. Klar, sind ja in Hot Springs.
Keep to the left and then turn left. Turn left. Ja, bis auf anfangs, wo wir uns da, ich mich da ein bisschen ja, verleiten habe, lassen habe, sagen wir so. Ich habe so im Vorfeld, wenn ich das auch so nicht aufs Navi geschaut, wenn man dann von außen dann so ein bisschen so das Ganze betrachtet und dann kommt auf einmal, ja, kommt auf einmal dann die Ausfahrt. Was willst du denn da machen? Du bist natürlich, ja. Turn right. In einer schlechten Situation. Aber das war ja jetzt nicht so dramatisch. Aber haben wir gewendet, war auch nicht gerade, ja, ganz konform, aber willst du machen? Soll ich jetzt den hohen, den großen Bogen machen? Nein, mache ich nicht. Wir sind jetzt da, alles gut. So. Bei BNSF und ja. You have arrived at your destination. Ja. Jetzt geht es hier ab jetzt hier mit den Leitplanken. Mal sehen, wo wir jetzt hin müssen. So. Schauen. Okay, Leute. Würde ich mal sagen, bis gleich, ne? So, wenn wir runter machen, obwohl es noch am Regnen ist, hat jetzt angefangen vor ein paar Minuten. Ja, mich zwar da nur hinstellen, aber trotz alledem. Ne? So, ach da, dann machen wir das einmal. Ne? Dann gehen wir erstmal zurück. Vorfahren, ne? So sollte es doch hinhauen, ne? Normalerweise, ja? Jo. Dann machen wir das doch. Okay, so. Touchdown. Oder so. Ja, die Hupe im Hintergrund. Alles gut. So. Sind angekommen. Moment. So, ich will nicht nass werden, ne? So, aus, die Maus. Wir sind richtig. So, angekommen jetzt hier in Hot Springs, im Bundesstaat Arkansas. Ja. Alles gut soweit. Hab mir ein bisschen ja. Mich jetzt hier länger aufgehalten, bis ich jetzt, obwohl ja nichts ist, wie man sehen kann, aber die haben mich schön warten lassen, warum auch immer. Aber gut, dann haben sie, um zu sagen, stelle ich mal dahin. Ja. Okay, sei es drum, ich bin jetzt da, ich werde gleich abgeladen, also sprich, die Leitplanken kommen runter und dann schauen wir mal weiter, Leute. Okidoki, dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Und ja, wisst ihr, ne? Schön artig bleiben. Und euch allzeit gute Fahrt. Schön die Stoßstangen sauber halten. Und in diesem Sinne, hasta la vista. Und bis zum nächsten Mal. Euer Atze Gaming. Ciao.